Okay, ja, dann würde ich sagen, starten wir mal los. Also jetzt ist ein bisschen so eine Einwegkommunikation. Also ich kann jetzt mit niemand anscheinend direkt über Mikrofon kommunizieren, aber wir haben ja dann die Möglichkeit, über die Fragen im Chat dann Fragen zu stellen. Ja, ich fange mal erst mal an, ein paar theoretische Ausführungen zu machen und dann können wir vielleicht auch ins Gespräch kommen. Also das Thema dieses Vortrags ist, wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft mit Bezug auf die aktuelle Situation. Und die aktuelle Situation, denke ich, ist, muss man gar nicht groß jetzt erläutern, was die aktuelle Situation ist, ist diese Corona-Krise, wenn das vielleicht jetzt mal nennen kann. Ja, wir haben jetzt in Bayern die Situation, dass ab morgen für 14 Tage eine Ausgangssperre verhängt ist, was wieder nochmal eine Steigerungsform der jetzt eh schon ohnehin schon beschlossenen Maßnahmen ist. Also die Situation auch auf der persönlichen, beruflichen Ebene spitzt sich eher weiter zu. Ja, also das ist die aktuelle Situation. Aber ich fange jetzt erstmal mit der Theorie an, mit der Frage, wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft? Ja, ich greife da jetzt verschiedene Punkte aus. Ich, traumatisiert und Gesellschaft. Der erste Punkt ist ich. Was ist denn dieses Ich? Ich ist eine psychologische Größe aus meiner Sicht und ist im Grunde definitionsgemäß der Referenzpunkt eines Menschen. Also ich ist der Punkt, an dem ich mich auf mich beziehe. Und sonst könnte man ja sagen, auch der Referenzpunkt könnte ja auch im Außen sein. Ich könnte mir auch immer Referenzpunkt haben in meinen Partner, in meinen Kindern, in meiner Arbeit, in der Gesellschaft, wo auch immer. Ja? Aber das Besondere an diesem Ich ist, dass es dieser Referenzpunkt in mir selbst ist. Also es heißt, kann dann eben heißen, ich bin mir wichtig, ich habe Bedürfnisse, ich habe Interessen und so weiter. Ja, also dass dieses den Bezug auf sich selbst zu legen, scheint vielleicht zunächst mal so ganz selbstverständlich. So ging es mir auch die Jahre, bevor ich überhaupt das Ich als eine besondere Größe entdeckt habe. Und ich habe mir so ganz selbstverständlich gedacht, ja, wenn jetzt einmal sagt, ich will oder ich denke oder ich mache, dass es tatsächlich so wäre, dass dieser Mensch auch tatsächlich in Kontakt mit sich selbst wäre, musste allerdings dann in der therapeutischen Arbeit feststellen, weit gefehlt. Es gibt relativ wenige Menschen sogar, die ohne jetzt, dass sie jetzt eine therapeutische Arbeit an sich selbst machen, dass sie diesen Referenzpunkt wirklich bei sich haben. Die allermeisten Menschen, was ich so feststelle, haben ihren Referenzpunkt im Außen, vor allen Dingen in Beziehungen, ja, Partnerbeziehungen, Beziehungen zu Kindern, Kollegenbeziehungen. Und ja, und es ist fast so, als würden sie sich darüber definieren. Ich bin der Mann von, ich bin die Frau von, ich bin die Mutter von, ich bin der Vorgesetzte von, ich bin der Lehrer von und so weiter. Also dieses auf eine die eigene, jetzt kommen wir zum nächsten Begriff, die eigene Identität mehr als in einer Beziehung zu verordnen als in sich selbst, ist recht weit verbreitet. Jetzt wenn man sagen, ja, ist doch kein Wunder, wir Menschen sind doch Beziehungswesen. Wie soll das denn anders gehen? Stimmt absolut, ja, wir Menschen sind angewiesen auf Beziehungen, wir sind angewiesen auf soziale Beziehungen. Wir sind angewiesen auf eine sehr, sehr intensive Mutterbeziehung. Wir sind angewiesen auf auch eine Vaterbeziehung, wenn es dann bestimmte kulturelle Traditionen gibt und so weiter. Also, dass unsere Psyche eine Beziehungspsyche ist, ist nicht weiter verwunderlich. Und ja, jetzt stellt sich noch die Frage, wie ist dieses Ich bin und wir sind dann, ja, wie geht das zusammen? Ist es ein harmonisches Zusammen, dass es wirklich so ist, dass Ich bin und wir sind, so ist das? Ich dann in diesem Wir aufgehoben bin mit meinen Interessen und Bedürfnissen. Oder eben die Frage sich stellt, ist dieses Wir etwas, was mich dazu zwingt, mein eigenes Ich preiszugeben? Oder mein eigenes Ich zumindest zur Seite zu stellen und zu sagen, okay, jetzt geht es mal nicht um mich, es geht darum vielleicht um, ja, dass ich Verantwortung übernehme für jemand anderen. Oder vielleicht sogar bis dahin, dass es heißt, ja, jetzt muss ich Opfer bringen zugunsten eines größeren Ganzen, eines höher stehenden Wirs, als ich jetzt selber bin. Also, dass es dann das Wir vielleicht sogar noch mehr
Gewicht hat und mehr wert ist als dieses Ich. Ja, also ein ganz spannendes Thema, dieses Verhältnis auch zwischen Ich und Wir. Jetzt bleibe ich mal zunächst noch ein bisschen bei der Ich-Entwicklung. Also diese Ich-Entwicklung kann man jetzt vermuten oder würden vielleicht die meisten sagen, ja, diese Ich-Entwicklung entsteht vielleicht erst nach der Geburt, wenn das Kind anfängt zu sprechen. Dann hat es quasi erst so die Idee von einem eigenen Ich und vorher ist es vielleicht noch überhaupt nicht unterschieden von seiner Mutter. Es lebt in einer symbiotischen Beziehung mit der Mutter. Habe ich früher auch gedacht, bin allerdings heute da ein Stück weitergekommen, eben aufgrund meiner therapeutischen Erfahrungen und eben auch dem Bemühen der therapeutischen Probleme zu lösen, die gar nicht so einfach sind. Also wenn Menschen da schwierige Symptome haben, ist es ja nicht so einfach, da wirklich zu erkennen, warum ist es so. Und da habe ich eben entdeckt, dass diese Ich-Bildung bereits vorgeburtlich geschieht. Und jetzt wird man sich nun fragen, wie soll denn das gehen? Vorgeburtlich, das Kind ist doch noch gar nicht ausgereift, es hat noch gar kein Gehirn oder so, solche Dinge. Ja, und dann muss man sich vielleicht erstmal auch von der Vorstellung lösen, dass die Psyche an das Gehirn gebunden ist, an das Nervensystem gebunden ist. Ich gehe mittlerweile so weit, dass unsere menschliche Psyche an Zellformationen gebunden ist und deswegen auch schon die allererste Form, in der wir dann existieren, nämlich die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, wo also ein neuer Mensch entsteht, dass da auch bereits diese Psyche mit dabei ist und dass es da bereits um Subjekt sein geht. Also wir sind nach meiner Auffassung von Anfang an ein Subjekt. Ja, wir müssen nicht ein Subjekt werden, sondern wir sind ein Subjekt. Und die Gefahr in dem Ganzen besteht eher darin, dass wir dieses Subjektsein verlieren und dann eben partiell oder sehr weitgehend zum Objekt werden, zum Objekt der Interessen anderer oder vielleicht sogar selbst so weit gehen, dass wir uns zum Objekt der Interessen anderer machen. Ja, also ich gehe davon aus, dass die Ich-Bildung verknüpft ist mit dem Subjektsein und dass also bereits das ungeborene Kind von Anfang an ein Subjekt ist und damit auch wenn es noch unbewusst ist, im Grunde einen Referenzpunkt in sich selbst hat, also in ein Ich hat, auch wenn es sprachlich vielleicht noch gar nicht formulierbar ist. Das kommt ja erst später im zweiten, dritten Lebensjahr. Gut, also diese Ich-Bildung beginnt vorgeburtlich. Und ja, formt sich weiter aus im Laufe unseres Lebens. Es wird uns immer bewusster. Warum es so wichtig ist, auf dieses Vorgeburtliche hinzuweisen, ist das, dass eben Ereignisse sich, dass etwas sich ereignen kann, auch bereits im Mutterleib, also wenn ein Kind da heranwächst, was dazu führt, dass dieses Kind seinen Referenzpunkt in sich selbst nicht halten kann. Also, dass ich gezwungen bin, meinen Referenzpunkt ins Außen zu verlegen. Also, dass das, was im Außen ist, so gefährlich ist, so dominant, so übermächtig ist, dass es mir für meine eigene Ich-Bildung der Raum fehlt. Da ist keine, ja, quasi, ist zu wenig an Kapazität da, weil ich immer schauen muss, wie bedrohlich ist das Außen und wie sehr muss ich mich an dieses Außen anpassen. Und da gehe ich jetzt auch von einem Theorem aus, das sehr, sehr wichtig ist in dem Zusammenhang. Ich sage, dass jeder von uns, der entstanden ist, in diesem Moment ein bedingungsloses Ja zu sich selber hat. Es gibt also da keinen Zweifel. Ich will da sein, ich will wachsen, ich will mich weiterentwickeln. Nun ist es leider so, nicht bei wenigen Menschen, sondern sogar schon ganz, ganz vielen, da wären wir dann später bei der traumatisierten Gesellschaft, dass also viele Menschen von Anfang an bedroht sind, dass sie von Anfang an von einem Nein bedroht sind, das von außen kommt. Und dieses Außen, klarerweise, ist erstmal die eigene Mutter. Also, dass von der eigenen Mutter nicht dieses ebenfalls das bedingungslose Ja kommt zu dem Kind, sondern diese Mutter vielleicht sagt, nein, ich will nicht schwanger werden, ich will jetzt nicht schwanger sein. Ich will noch nicht ein weiteres Kind haben, ich will kein Kind mit diesem Partner haben und so weiter und so fort. Und da gibt es noch was, was man bedenken muss, nämlich dass dieses Nein durchaus auch ein
ja ein somatisches Nein sein kann, das heißt vom Körper der Mutter ausgehen kann, auch wenn, was haben wir jetzt? Es ist mein Bildschirm. Auch wenn meine Mutter zu mir sagt, ja, ich will ein Kind haben, oder vielleicht hier schon jahrelang wünsche ich mir ein Kind und überhaupt Wunschkind und so weiter und so fort, kann es trotzdem sein, dass es jetzt erstmal nur mental von der Mutter ein Ja ist, aber ihr Körper aufgrund ihrer eigenen Lebenserfahrungen, Gewalterfahrungen vielleicht jetzt, dass dieser Körper Nein sagt, dass dieser Körper in diesem Körper noch so viel Traumastress enthalten ist, dass dieses Kind eben dieses Ja nicht spürt. Selbst wenn das Ja mental von der Mutter da ist, kann das Kind spüren, in diesem Körper ist es gefährlich oder dieser Körper ist tot, emotional tot. Ja? Vielleicht, weil vorher Abtreibungen stattgefunden haben, sogenannte Fehlgeburten bereits da waren, was ja bei künstlichen Befruchtungen zum Beispiel häufig passiert, da werden viele Versuche gemacht und so weiter. Also die Gebärmutter ist auch ein Ort der Erinnerung aufbewahrt, auch unabhängig vom Bewusstsein der Mütter. Und so kann es sein, dass das Kind in eine Welt hineingerät, die ihm jetzt dieses Nein entgegenbringt in verschiedener Form. Das hat natürlich jetzt Konsequenzen, wenn ich mein bedingungsloses Ja nun beantwortet bekomme mit einem entweder bedingungslosen Nein auch oder auch einem ambivalenten Nein oder einem vielleicht und großen Widerständen, dann ist es lebensbedrohlich. Das heißt, in dem Moment muss dieses Kind auf einen Notfallmechanismus umschalten. Es muss quasi fast wie eine Entscheidung treffen, wobei, ob das jetzt die Entscheidung ist, ist natürlich die Frage. Geht die Entwicklung weiter, geht sie nicht weiter? Also da bin ich noch nicht ganz schlau, ob vielleicht nicht auch manche Kinder dann sagen, okay, das ist mir zu anstrengend, zu mühselig, wenn da so ein Nein ist, da gebe ich lieber vorher auf. Okay, also jetzt, wenn es also dieses Kind, das will weiterhin da sein, es sich entwickeln und hat aber jetzt dieses Nein von Seiten seiner Mutter, mit dem es konfrontiert ist, dann wird es natürlich schwierig. Und da eben beginnen bereits die ersten Traumatisierungsprozesse. Das heißt, es ist eine bedrohliche Situation da, die ist nicht auszuhalten. Unter der Bedingung kann man nicht, in diesem Dauerstress kann man nicht weiterleben. Also muss man sich jetzt ja was einfallen lassen. Und das, was die Psyche sich da einfallen lässt, die menschliche Psyche, ist der Prozess der Spaltung. Also der Aufteilung des Gesamtgeschehens in verschiedene Unterabteilungen, sodass es also dann so ist, dass ein Teil, in einem Teil quasi diese Bedrohung, die man erlebt, so abgespalten werden aus dem sozusagen Erleben, möglichst ferngehalten werden und im anderen Anteil ein, ja, ein Überlebensprogramm entsteht, das zum Beispiel darin besteht, sich dann mit der Mutter mit dem Nein der Mutter zu verbinden. Also, dass ich dann mir das Nein meiner Mutter, sie will mich gar nicht, zu eigen machen, als wäre es mein eigenes Nein. Und das hat natürlich für das gesamte Leben enorme Konsequenzen. Also, wenn das nicht korrigiert wird, ich habe einerseits mein Ja, aber das muss ich ja verstecken, das muss ich ja abspalten oder das kann ich im Grunde in Kontakt mit meiner Mutter gar nicht realisieren. Und auf der anderen Seite dann ich mich mit dem Nein von außen, also dem Nein meiner Mutter identifiziere, dann habe ich ein enormes Problem. Ja, dann ist dieses, ich bin dafür da, damit es mir wirklich gut geht und dass ich mich entwickeln kann, dann geht es praktisch gar nicht oder geht nur außerhalb der Beziehung mit der Mutter oder außerhalb dann vielleicht überhaupt von Beziehungen, dann kann man eigentlich nur, wenn man in der Natur ist und so, mal sowas wie den Referenzpunkt, den ich selber habe und die Natur genießen. Aber sonst in jeder Beziehung wird es dann furchtbar schwierig, weil ich ja im Grunde mich dann immer auch selbst ein Stück weit ablehne, für nicht richtig halte, für falsch halte. Ja, und im Grunde auch gegen meine eigenen Interessen ankämpfe teilweise sogar. Also, dass ich mir meine Bedürfnisse richtig mit Vehemenz auch untersage. Nein, das darfst du nicht, das ist nicht erlaubt, das ist nicht richtig. Streng dich mehr an. Schau nicht auf dich, schau auf die anderen. Den anderen muss es gut gehen. Du selber bist dann glücklich, wenn es den anderen gut geht und so weiter und so fort. Also das kennen wir ja alle teilweise so genüge. Okay, ja, also diese Ich-Entwicklung, die schon am Anfang des Lebens eine schwere Behinderung erleben kann und was dann auch dazu führt, dass der Mensch sich selber
ja nicht mehr als nur als Subjekt erlebt, sondern teilweise eben auch als Objekt, das jetzt anderen Interessen zur Verfügung stehen muss und eben auch ja, sich selbst zum Objekt macht. Also zum Beispiel den eigenen Körper zum Objekt macht. Also dass man dann auch nicht sagt, okay, ich habe jetzt Sorgen und Kummer und deswegen habe ich jetzt vielleicht einen Hautausschlag bekommen, weil vielleicht am Kontakt, der ist nicht gut und da reagiert jetzt meine Haut, dass ich jetzt nicht sage, ja, ich reagiere so, also meine Haut bin ich, also reagiert meine Haut jetzt mit diesem Hautausschlag, sondern ich trenne mich quasi von meinem Körper und sage, ja, jetzt habe ich einen Hautausschlag, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann gehe ich vielleicht zum Experten, der mir jetzt eine Salbe verschreiben soll und der in der Hoffnung, dass dann dieser Hautausschlag weggeht, ohne dass ich überhaupt noch die Frage stelle, ja, der Hautausschlag hat ja vielleicht genau den Grund, dass ich jetzt gerade in einer Beziehung bin mit einem Menschen, der mich bitte nicht anfassen soll, aber er ist mein Partner und trotzdem muss ich es ja irgendwie tolerieren, sonst verlässt er mich. Ja, also da merken wir, wie schnell wir dann auch in den Bereich der Medizin kommen, wo es dann um die Frage geht, was wird da behandelt? Wird da ein Körper behandelt, werden dann körperliche Probleme behandelt? Oder ist es der Mensch, um den es geht, der eben dessen Haut es ist oder dessen Arme und Beine es sind und das man ja eigentlich gar nicht voneinander trennen kann? Ja? Also da wird leider dann auch in der, sagen wir mal, klassischen Medizin, der nicht ganzheitlichen Medizin, wird da diese Trennung gemacht zwischen hier ist der Mensch, die Person, die Persönlichkeit und dort ist der Körper und die Vorstellung, man könnte körperlich erkranken, ohne Bezug auf diese Person machen. Was die Menschen ja nur dann mitmachen, wenn sie sich eben, wie ich das schon jetzt geschildert habe, wenn die sich von sich selber aus der Not heraus, weil sie dieses Nein von außen bedienen müssen, auch tatsächlich von sich selbst und ihrem Körper abspalten. Okay, jetzt schaue ich mal ein bisschen auf die Uhr, wie lange ich den Vortrag mache, denn, damit es eben nicht zu lange mit dem Vortrag geht, sondern dass wir uns auch dann noch austauschen können. Gut, jetzt habe ich immer das Ich erklärt. Jetzt habe ich vorher noch einen Begriff erwähnt, den ich noch nicht weiter vertieft habe, nämlich Identität. Also was ist denn jetzt Identität im Unterschied auch zum Ich? Dieses Ich als Referenzpunkt der Psyche ist aus meiner Sicht eben eine der Sonderfunktionen auch der menschlichen Psyche. Vor allem, wenn es um ein bewusstes Ich-Sein geht, glaube ich nicht, dass andere Tierarten das in auch diesem Umfang haben, wie wir Menschen. Also, dass sie jetzt wirklich Ich sagen kann und sich Namen geben und so weiter. Und das ist schon was Spezielles, ja. Also, das Ich als eine Sonderfunktion der menschlichen Psyche und Identität definiere ich als die Summe aller Lebenserfahrungen, die ein Mensch vom Zeitpunkt seiner Entstehung macht. Also, es geht los dann eben schon vorgeburtlich. Alles, was ich dann Erfahrungen mache, was dann von außen kommt, wie ich da von innen drauf reagiere, aufgrund meiner Subjektivität, all das bin ich. Es ist mein Leben, ist meine Biografie. Und alles, was es da an positiven wie schwierigen bis hin zu dramatischen Erfahrungen gibt, das macht mich letztendlich aus. Also, das heißt, bis zum heutigen Zeitpunkt, ich bin jetzt 63 Jahre alt, plus 9 Monate, muss man noch dazu zählen, immer noch. Man erzählt ja immer vom Geburtstag aus, was ja nicht so ganz stimmt, muss immer noch was drauflegen. Also, ich habe in meinem Leben eben ganz schon viele Lebenserfahrungen schon gemacht und das macht meine Identität aus. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen lebe, trotz Corona, nicht jetzt gleich morgen da, mich dieser Virus umbringen wird. Dass ich also quasi jetzt noch ein bisschen Jahre vor mir habe und ich werde mir also meine Identität weiterentwickeln. Also die Identität entwickelt ein Mensch bis zu seinem Sterben, seinem Ableben dann dahin. Dieser Identitätsbegriff unterscheidet sich, denke ich, schon durchaus erheblich von dem, was sonst in der Gesellschaft, auch in der Wissenschaft, in der Psychologie, Soziologie, Pädagogik als Identität definiert wird. Da wird nämlich Identität meistens über Zugehörigkeit definiert. Also meine Identität ist meine Zugehörigkeit zu einer Familie, zu einem Dorf, zu einem Land, zu einer Religionsgemeinschaft, zu einer ja, Nationalität und so weiter. Oder vielleicht zu einer Berufsgruppe und so, oder als Identität, die Elternrolle zum Beispiel, die Partnerrolle. Also das ist aus meiner Sicht, hat
stimmt nicht ganz, das ist widersprüchlich, weil dann gibt es nämlich Identität in hundertfachen Variationen. Also der eine ist sowohl Vater als auch Professor, als auch Ingenieur, als auch FC Bayern-Anhänger. Stimmt das für mich alles nicht, aber ich sag's mal, ich zähl's mal so auf. Ja, jetzt ist der Bildschirm schon wieder verschwunden. Ja, jetzt ist er wieder da. Okay, also dann haben wir den Widerspruch, dass quasi die Identität aus ganz unterschiedlichen, total teilweise verschiedenen Sachen bestehen kann. Und das kann ja nicht funktionieren. Ja, man kann höchstens sagen, das sind jetzt verschiedene Rollen, die man einnimmt, aber das ist nicht Identität, das, was sich dann immer gleich bleibt. Oder das, was jetzt das Ganze auf den Punkt bringt, das Gemeinsame, der gemeinsame Nenner all dieser Dinge. Also es ist also von daher aus meiner Sicht ein sehr, ja, nicht auch fehlerhaftes Identitätskonzept, wenn man die Identität im Außen verortet. Und deswegen unterscheide ich durchaus sehr streng, auch in meiner Theorie, in der Praxis, zwischen Identität und Identifikation. Und häufig ist es ja das Problem, dass die Menschen aufgrund früher Traumaerfahrungen ihr Ich aufgegeben haben, von daher auch gar nicht Identität leben können, weil ihr Referenzpunkt im Außen ist und ihr Referenzpunkt dann eben in Beziehungen ist, ja. Und sie beziehen sich dann auf die Außen und ungefähr sagen sie dann, ich bin eigentlich das Außen oder ich bin das Wir, in dem ich dann dazugehöre. Also aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, auch für die Therapie ganz, ganz wichtig. Ich nenne ja meine Therapieform identitätsorientierte Psychotraumatherapie, dass ganz klar ist, was ist Identität und was ist Identifikation. Und im Grunde geht das Hauptaugenmerk meiner therapeutischen Arbeit und auch der Interventionen, die ich dann eher mache, geht immer in die Richtung, zwischen Identität und Identifikation zu unterscheiden und dass zum Beispiel jemand eben sich lösen kann von diesem, was wir vorher schon gehört haben, Nein im Außen, das von außen kommt, das einem dann das Leben schwer macht, das einem dann letztendlich vielleicht sogar zum Gegner seiner selbst macht, wo man sich dann selbst zum Täter wird, zum Täter macht und Täter an sich selbst wird, dass das eben aufhören kann, dass es stoppen kann. Dazu braucht es eben diese klare Trennung zwischen dem eigenen Ja, dem eigenen ursprünglichen Ja und dem Nein, mit dem wir uns von außen identifiziert haben. Okay, ja, jetzt haben wir also Ich, Identität, Psyche haben wir auch schon ein bisschen definiert. Ne? Die Psyche ist also ein, jetzt sage ich mal, ein Tool des menschlichen Organismus und da vielen anderen ja, Systemen, die wir da haben. Es ist da, die Psyche ist dafür da, um quasi uns mit der Realität zu verbinden. Also die Realität, die es als eine Realität im Außen gibt, in der Außenwelt, die wir über die Psyche und die psychischen Prozesse des Wahrnehmens, Vorstellens, Denkens, Erinnerns, Handelns und so weiter, dann zu einer Welt für uns machen. Nun hat die Psyche, und auch das ist in der aktuellen Diskussion um Corona gar nicht so uninteressant, hat die Psyche auch die Eigenschaft, sie kann sich eine eigene Welt auch wieder kreieren. Also die muss nicht nur auf die Welt reagieren, die im Außen ist, sondern wir können uns quasi mit unserer Psyche eine eigene Realität schaffen. Also wir können uns Ideen haben, Vorstellungen haben, Fantasien haben, ganze Theoriegebäude und so, die im Grunde vielleicht sogar völlig unabhängig von der Realität existieren. Also wie ich zum Beispiel auch sage, die meisten, die jetzt über Corona reden, haben noch nie einen Coronavirus gesehen, noch gar nicht, noch nicht mal auch annähernd irgendwie eine Vorstellung davon, wie diese Dinge wirklich ausschauen. Da braucht man ja richtige große, auf hochauslösende Mikroskope, um das überhaupt dann Zugang zu bekommen. Also besteht eigentlich Corona im Wesentlichen aus einer Vorstellung, ist also eine letztendlich eine Kreation der eigenen Psyche, die von der, ja, von der Realität weit, weit entfernt sein kann. Weswegen natürlich auch jetzt heutzutage jeder die Corona-Vorstellung hat, die er sich selbst schafft, die er quasi eben auch aufgrund seiner Lebensgeschichte und Vorerfahrungen dann auch so ausgestaltet, wie es ihm vielleicht jetzt im Moment am plausibelsten erscheint. Okay, also das ist die Psyche. Und ja, und dann, wenn wir jetzt mal zu dem Begriff der Gesellschaft kommen, okay, Gesellschaft, habe ich mal gesagt, ist eigentlich in einer abstrakt logischen Form ein Wir. Also das Wir, die Gesellschaft, kann man also erstmal als ein Wir bezeichnen, alle Formen von Wir, die dann auch in so einem
größeren gesellschaftlichen Zusammenhang dann da ist. Das Grundwir ist für jeden Menschen ich und Mama, ich und Papa, ich Geschwister, ich und meine Gesamtfamilie, meine Verwandten, ich und meine Schulkameraden und so weiter und so fort, bis wir letztendlich vielleicht auch durch den Ich und mein Staat, ich und meine Religionsgemeinschaft und so weiter. Also dieses Wir, das ist in verschiedenen Formen eben Gesellschaft, die ist zunächst mal vorgegeben. Also keiner von uns, da gehe ich jetzt nicht davon aus, ich gehe jetzt nicht so weit, dass er sagt, wir würden uns qua Inkarnation da jetzt eine Mutter suchen, einen Vater suchen, dass wir uns sozusagen dann in dieses Leben begeben, sondern ich gehe eher davon aus, Mutter und Vater haben ihre eigene Geschichte, die sie zusammengebracht hat. Oft sind sie auch Traumageschichten, die Paare verbinden. Und daraus entstehen dann Kinder und diese Kinder, ja, die sind halt dann jetzt mal mit den Eltern zugange und die haben mit den Eltern zu tun, die sie halt jetzt gerade haben. Und das heißt, wir können uns das jetzt nicht erstmal nicht aussuchen. Manchmal wird man das vielleicht gerne, weil die Erfahrungen mit den eigenen Eltern doch nicht so erfreulich sind. Aber ja, jetzt ist man erstmal so auch bereit, sich in dieses Wir hineinzubegeben. Da gibt es auch so von kindlicher Seite ein wirklich, fast kann man sagen, auch bedingungslose Bereitschaft, die Mutter zu lieben und auch andere Menschen zu lieben, weil man ja über den Weg dann auch hofft, dass man auch selber geliebt wird und unterstützt wird. Also da ist eine fast schon gesagt, eine unendliche Bereitschaft da auch, sich diesem Wir anzuschließen, sich in dieses Wir einzufügen. Man hat sogar das Bedürfnis nach dem Zusammensein und dem Dazugehören. Das ist einer der stärksten psychologischen Kräfte auch, also die Liebe, die dieses herstellt, diese Verbindung herstellt zwischen Menschen und damit auch wir gestaltend ist und quasi der, sagen wir so, der emotionale Kitt vielleicht auch ist, damit Beziehungen nicht sofort gleich wieder zerfallen, sondern über einen gewissen Zeitraum konstanter bleiben und stabiler bleiben. Okay, also das heißt also dieses Wir und dies auch die Liebe, die erste Liebe zur Mutter, die kann sich dann durchaus auch übertragen auf andere Beziehungsformen, letztendlich auch auf solche abstrakten Dinge wie die Liebe zu Gott, die Liebe zur Heimat, die Liebe zu, ja, vielleicht auch zu Deutschland, zu England, zu Russland, zu Amerika, wo immer man da geboren ist. Also es gibt ein sehr starkes Bedürfnis und eine sehr starke Fähigkeit von uns Menschen, uns mit einem Wir zu verbinden. Also so entstehen dann auch größere gesellschaftliche Zusammenhänge. Und natürlich ist immer die Frage, ist dieses Wir das, was mir im Außen als angeboten wird, als Wir, als Mutter, als Vater, als Gesellschaft, als Religion, als Fußballverein vielleicht auch, ist es etwas, wo es mir leicht fällt, mich damit zu verbinden und damit auch zu identifizieren. Ja, jetzt kommt hier der Begriff der Identifikation ja auch wieder ins Spiel. Ja, das sind Identifikationsprozesse. Fällt mir das leicht und weil eben im Außen, da ich auch was davon habe, die anderen kümmern sich um mich, die lieben mich auch, die sorgen sich um mich, die wollen auch wirklich auch, dass ich da bin und dass ich dabei bin und dass ich mich auch entwickeln kann. Oder ist dieses Außen, dieses Wir nicht so freundlich, also eher ablehnend, bis hin zu, ja, dass es mir Gewalt antut, dass es mir wirklich in verschiedener Form auch wehtut und mich zum Opfer macht, mich zum Objekt degradiert und sagt, also nur unter den und den Bedingungen darfst du da sein und darfst du dazugehören. Ja, das sind natürlich dann fürchterliche Sachen und rufen natürlich die entsprechenden Reaktionen hervor, auf, sowohl auf der psychischen Ebene in Form von Ängsten, von Depressionen, von ja, vielleicht auch Burnout, das nenne ich nicht mal bei so Schlagwörter. Und auf der anderen Seite, auf der körperlichen Ebene, kann das alle möglichen Formen von Krankheiten annehmen, eben von so Migräne bis hin zu Magenkrebs. Alle kann man es alles da einfügen als Möglichkeit. Okay, ja, und da sind wir eigentlich schon bei der traumatisierenden Gesellschaft. Eine traumatisierte Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in die ich hineingeboren werde, hineinwachse, die mich traumatisiert, per Definition. Also das heißt, die gesellschaftlichen Strukturen und Verhältnisse haben eine Qualität, dass sie den Neuankömmlingen in dieser Gesellschaft das Leben nicht so einfach machen. Ja? Also wenn man jetzt mal rein mal den Anfang nimmt,
Ja, die Mutter ist schon mal schwierig, die kann sagen, nee, will ich gar nicht haben, macht vielleicht sogar einen Abtreibungsversuch, den ich überlebe, kommt ja alles vor. Und dann gibt es noch von außen tausend Interventionen, zum Beispiel werde ich geprüft, ob ich jetzt das mich richtig entwickle. Es werden Tests gemacht schon vor der Geburt, ob ich denn überhaupt gesund bin und ob ich nicht vielleicht, na, wie zum Beispiel auch bei der künstlichen Befruchtung, ob ich dann nicht ein überzähliges Kind bin, das jetzt dann wieder weggemacht wird, die anderen dürfen überleben. Ja, die ganze Geburtshilfe, ne, mit den ganzen Prozessen der Geburt, die doch oft sehr gewaltsam ablaufen, die wo wir, ja, wo es blutig zugeht, wo die Geburt mehr eine Operation ist als jetzt ein schönes Ereignis. Auch das kann schon früh traumatisieren und dann bin ich auf der Welt und in der Zwischenzeit haben meine Eltern oder bereits vorher haben sie schon einen Krippenplatz organisiert und dann kaum bin ich auf der Welt, werde ich schon in ein nächstes Wir, in eine nächste Umgebung gegeben, wo es dann Erzieherinnen gibt, die vielleicht sich schon bemühen, aber im Grunde sind sie ja nicht meine Mama und ich will aber jetzt meine Mama haben und jetzt trotzdem soll ich jetzt da schon stundenlang da aushalten, in einem Raum mit 10 anderen Kindern und eigentlich will ich das gar nicht, will woanders sein. Okay. Jetzt glaube ich, muss ich mir erstmal was zu trinken holen, sonst ich rede jetzt die ganze Zeit ohne Ende. Jetzt brauche ich was zu trinken. Moment mal. Juliane, kannst du mir was trinken geben? Ja, danke. Okay, also hoffen wir, dass wir das rausschneiden können. Wenn es im YouTube steht, oder vielleicht lassen wir es drin, weil es dann besonders authentisch ist. Okay, also die traumatisierte Gesellschaft ist eine Gesellschaftsform und Gesellschaftsformen, die das den Menschen, den Neuankömmlingen in dieser Gesellschaft schwer machen und sie, ja, teilweise von Anfang an traumatisieren. Vielleicht werden sie später dann als auch Soldaten noch in den Krieg geschickt für die Zwecke dieser Gesellschaft. Also gibt es viele Formen, in denen eine Gesellschaft ihren Mitgliedern nicht gut tut, sondern den Mitgliedern weh tut und ihnen sowohl psychischen als auch körperlichen Schmerz zufügen. So, jetzt bekomme ich noch was. Vielen Dank. Das ist meine Frau übrigens. Hallo. Hallo. Okay. Ja, oh, hochtrockene Hustentätigkeit. Ich habe Corona, also ganz klar. Also haltet euch von mir fern. Ja, die traumatisierte Gesellschaft ist weltweit in den Gesellschaften, die ich so kenne, verbreitet. Also, ja, ich habe mir noch keine Gesellschaft gefunden, die jetzt nicht traumatisiert und traumatisierend wäre. Die Geschichte der Menschheit ist eine Abfolge von, ja, auch von Kriegen, von Auseinandersetzungen, von Kämpfen auch zwischen Männern und Frauen und vor allen Dingen auch durchaus von leidvollen Kämpfen zwischen Eltern und ihren Kindern. Und dass Kinder überhaupt als vollwertige Menschen wahrgenommen werden, ist auch noch nicht so lange her. Im Mittelalter hat man sie noch wie kleine Erwachsene auch auf den Bildern gezeichnet. Und diese Idee, ja, dass ein Kind schon vorgeburtlich ein Subjekt sein soll und dass man jetzt auch wirklich pfleglich behandeln soll und willkommen heißen soll, dies ist ja auch nicht so alt, ne? Also ich weiß nicht, ob das so viele Menschen schon vertreten, dass man also ein Kind bereits vorgeburtlich als einen vollwertigen Menschen mit Respekt behandeln soll. Das ist vielleicht auch noch nicht so weit verbreitet in vielen Gesellschaften. Also, traumatisierte Gesellschaften sind die meisten Gesellschaften aus diesem Erdball. Würde ich als traumatisiert diagnostizieren, wer das nochmal genauer nachlesen will, woran ich das alles festmache, am ja, Justizsystem, am Medizinsystem, am Gesundheitssystem, am Bildungssystem, am Arbeitssystem und so, der kann das gerne in meinem Buch, wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft, nachlesen. Und das Besondere jetzt an traumatisierten Gesellschaften ist, dass sie ja eigentlich sehr, sehr viele Täter-Opfer-Dynamiken produzieren. Also die Menschen werden in Beziehungen hineingeboren. Da gibt es schon vielleicht eine Täter-Opfer-Beziehung zwischen dem Vater und der Mutter. Also sie streiten sich die ganze Zeit und machen sich gegenseitig das Leben schwer. Und ja, und dann eben auf allen Lebensbereichen
Ebenen, ob das jetzt im Kindergarten ist oder in der Schule und dann später im Arbeitsleben, setzen sich dann möglicherweise solche Täter-Opfer-Dynamiken weiter. Ja, man ist sowohl Opfer und Trauma-Opfer, und das ist ja eine der meiner Erkenntnisse auch, dass die Trauma-Opfer dann auch dann jeder von uns, der Trauma-Opfer geworden ist, wird auf die eine oder andere Weise auch zum Traumatäter. Also da darf man sich nichts vormachen und in die eigene Tasche legen und sagen, naja, die anderen sind immer die Täter, aber ich bin ja doch nur das Opfer. Das stimmt so nicht. Ja. Also jeder ist auf seine Art und Weise dann auch wieder Traumatäter an anderen und an eben an, auch wieder an sich selbst. Ja, also das Hauptmerkmal in traumatisierte Gesellschaften auf Beziehungsebene ist, dass doch da sehr, sehr viele Täter-Opfer-Dynamiken passieren, die Menschen nicht auflösen können, wo es viele Versuche gibt, diese Täter-Opfer-Beziehungen zu unterbinden und zu unterbrechen. Also einerseits ganz, ganz martialische, nicht über Krieg, sich zu rächen, wenn der andere mich da erstmal besiegt hat, dann schlage ich mal zurück, bis hin dann zu den Religionen, wo man dann versucht, das aufzulösen, liebt euch alle und so weiter und haltet euch an eine göttliche Ordnung. Und bis hin eben auch zur Medizin. Die Medizin dann, die sagt, ja, also wir wissen, wie das geht. Also ihr müsst alle eben gesund sein. Und wer psychisch krank ist, der wird von uns behandelt. Oder auch von der Psychologie, von der Therapie. Und dann ist wieder alles gut. Ja. Das können wir so machen, aber so einfach haut es nicht hin, was man auch sieht. So einfach ist es nicht, aus einer Täter-Opfer-Dynamik auszusteigen. Da braucht schon wirklich oft einen langen Atem und vor allen Dingen braucht es das Wissen, wie das geht. Ja, und gerade dieses Wissen mir anzueignen, war in den letzten Jahren ganz, ganz wichtig für mich. Wie gelingt ein Ausstieg aus Täter-Opfer-Beziehungen? Also, dass ich mich weder als Opfer erlebe, wenn ich der Täter bin, das habe ich euch, habt ihr jetzt aber zu Recht eine reingehauen, weil du hast mich vorher beleidigt, noch, dass ich ja, mich zum Opfer machen lasse von anderen und mich da einfach so damit abfinde, dass andere mich jetzt zum Objekt ihrer Interessen machen, was ja da hoffe ich auch deren Überlebensstrategien sind, die mich zum Objekt machen wollen. Also die Menschen haben ja da auch meistens gar nicht so furchtbar viel davon, die Täter sind, wenn sie andere zum Opfer machen. Scheint ja nur so. Also auch die reichen Menschen und die Mächtigen sind ja keine wirklich glücklichen Menschen, kann man nicht sagen. Die stecken eben selbst auch in dieser, ja, Täter-Opfer-Dynamik drin und sind darin gefangen. Ja, also der Ausstieg, den ich eben gefunden habe über die letzten Jahre meiner Entwicklung, meiner Theorie-Methode, ist das Ich. Nur wenn ein Mensch, den es einem Menschen gelingt, diesen Referenzpunkt in sich wiederzufinden, also dieses bedingungslose Ja zu sich selber, zu seiner körperlichen Existenz, zu seinen Bedürfnissen, zu seinen so sein, wie er ist, ja, dann nur ist es möglich, hier aus diesen Täter-Opfer-Dynamiken auszusteigen. Also immer nur dann, wenn es mir gelingt, diesen Referenzpunkt wiederzuerlangen, und zwar bedingungslos, kann ich auch sagen, dann bin ich geschützt davor, in Täter-Opfer-Dynamik zu agieren. Und lass mich auch dann von anderen, die mir das anbieten, die mich vielleicht auch reinziehen wollen, die mich brauchen, die übergriffig sind, weil sie eben kein eigenes Ich haben, dann wollen sie meins haben oder wollen mich in ihr Wir eingemeinden. Nur wenn ich dann ein eigenes Ich habe, dann bin ich geschützt vor dem Zugriff von außen. Oder weitgehend geschützt. Ne? Wenn wir jetzt in einer totalen Diktatur leben, die jetzt uns völlig einkastelt, was im Moment jetzt aufgrund des Infektionsschutzgesetzes ja gerade passiert, ne? Dass es sehr totalitär ist, was da jetzt von uns verlangt wird. Wir dürfen uns nicht mal auf dem Haus geben, nur wenn wir einen Erlaubnisschein haben, Berechtigung haben, einkaufen zu gehen, beruflich was machen. Dann dürfen wir raus, müssen die Berechtigung auch noch nachweisen, wenn ein Polizist kommt. Das ist schon sehr totalitär. Ne? Und das ist jetzt auch kein schöner Zustand, in dem man sich jetzt dann da befindet. Ja, also, aber im Grunde, wer ein eigenes Ich sich behalten kann, auch in nur diktatorischen Bedingungen, gibt es, denke ich, auch da gewisse Möglichkeiten, den Referenzpunkt bei sich zu behalten. Der wird natürlich auch jede
Chance nutzen, sich auch sein eigenes, seine eigene Nische in dieser Gesellschaft zu suchen oder auch teilweise mit anderen Menschen, die dann gleichgesinnt sind, ein eigenes gemeinsames und zwar konstruktives Wir zu bilden in einem Umfeld von Destruktivität. Gut, jetzt mache ich da mal einen Punkt und sag was zur Corona-Thematik. Ja? Also ich glaube, vieles habe ich jetzt schon angedeutet. Also Corona, ja, das ist ein psychisches Phänomen, Vorstellung, weil die allermeisten Menschen das ja nie gesehen haben. Auch die meisten Mediziner oder Virologen haben jetzt dieses genaue Virus nie genau im Blick bekommen. Die können ja nur indem sie es millionenfach hochkopieren, dann irgendwann mal einen Nachweis in irgendeinem Test bekommen. Aha, da muss es also vorliegen, dieses Virus. Ansonsten ist es eine Vorstellung. Und damit eben auch abhängig, welche Vorstellungen sich die jeweiligen Menschen dann machen von diesem Virus. Ist gerade mein Bild wieder verschwunden. Weiß nicht, woran das wieder liegt. Kann ich jetzt auch nicht sehen, ob ihr mich noch hört, ob das noch möglich ist. Okay, aber das ist die Technik. Bei einem Webinar kann der Mensch schnell mal technische Probleme haben. Gut, es kommt jetzt nicht wieder. Ich weiß nicht, ob der Herr Liebmann im Hintergrund noch da ist und da helfen kann. Also jetzt ist im Moment einfach das Bild verschwunden. Ah, jetzt ist es wieder da. Jetzt habe ich irgendwas geklickt. Gut, okay. Ja, ihr hört und seht alles. Ich habe mich selber jetzt gerade nicht mehr gesehen. Gut, also jetzt Corona, eine Vorstellung. Ja, und natürlich kann sie jetzt der eine die Vorstellung machen und sagen, ja, das ist halt so ein Virus, wie es vielen Viren gibt und jedes Jahr gibt es neue Viren. Der wird zwar jetzt als neuartig bezeichnet, aber so neuartig ist er jetzt eigentlich auch nicht, weil die 90% und mehr aller Menschen, wenn die da in Kontakt kommen mit der Infektion, dann macht es denen gar nichts aus, weil das Immunsystem da schnell genug ist und schlau genug ist, diesen Virus den Zugang zu den eigenen Körperzellen zu behindern. Am Plus gibt es dann einige Leute, die, wenn sie dann auch noch Vorerkrankungen haben, wenn sie also dann schwerere Lebensgeschichten haben mit entsprechenden Erkrankungen, auch schon hochbetagt sind, dann kann dieser Virus vielleicht noch das Tüpfelchen auf dem i sein, dass dieser Mensch dann vielleicht an einer Lungeninfektion dann letztlich auch sterben muss. Wie hoch die Raten dafür sind, weiß im Moment überhaupt keiner. Das ist also alles, das steht eigentlich, also ich würde mir nicht anmaßen, jetzt zu sagen, die Sterbemortalitätsrate von Corona, Covid-19 ist jetzt 2 oder 4 oder 0,1 oder 0,01. Ich habe dazu keine Ahnung. Ich glaube, auch die meisten Menschen, die sich als Fachleute damit beschäftigen, als Epidemiologen oder Virologen, haben die auch nicht. Alle schätzen dann irgendwie an irgendwelchen Zahlen herum. Aber jetzt sagen wir mal so fürchterlich mehr tödlich als andere Viren ist der vielleicht jetzt auch nicht. Wir haben ja jedes Jahr auch in Deutschland teilweise Grippeepidemien mit bis zu 25.000 Toten, über die man ja in den letzten Jahren auch nicht so groß gesprochen hat. Und auch die Krankenhauskapazitäten, dass die jetzt, wo man sagt, ja, die Intensivstationen sind ja schon zu 80% ausgelastet. Und wenn jetzt dann noch was dazukommt, muss man ja sagen, das hat ja auch was mit den Krankenhäusern zu tun, dass die privatwirtschaftlich organisiert sind. Und jeder, der jetzt als Krankenhausleiter da BWL-mäßig rechnet, der wird natürlich sagen, klar, müssen wir die Intensivstation immer auf 80% auslasten, sonst kostet uns das zu viel. Und jetzt da irgendwie einen großen Leerstand zu haben für eventuelle Notfälle, das lohnt sich betriebswirtschaftlich schon nicht. Also, ja, also dass jetzt ja möglicherweise dieses System überfordert ist, liegt ja darin, dass es privatwirtschaftlich organisiert ist und die Kommunen eben die Krankenhäuser ja auch in private Hände gegeben haben als AG und GmbHs. Also das ist jetzt die eine Vorstellung, die man sich machen kann. Die andere Vorstellung, ja, das ist gefährlich, ein Killer-Virus und der wird 300 Millionen Menschen irgendwie weltweit vielleicht dann umbringen. Mit dem Hinweis auf bestimmte Katastrophenszenarien, die dann vielleicht in Italien, in Spanien im Moment dann sich vorgestellt werden, obwohl auch hier, wenn man genauer hinschaut, eigentlich nichts dafür spricht, dass jetzt das außergewöhnlich ist im Verhältnis zu anderen Epidemien oder auch mit Bezug auf das jeweilige Gesundheits- und Krankenhaussystem eben genau diese Engpässe schon lange zu erwarten sind. Okay.
Ja, jetzt sind wir also hier erstmal Corona ist eine Vorstellung. Jetzt kann man sich natürlich auch sagen, ja, was hat denn die Schulmedizin da für eine Vorstellung von Corona? Ja, also das ist quasi etwas, was den Organismus infiziert und das Einzige, was letztlich die Sicherheit bringt als Schutz, das ist irgendein Medikament oder eine Schutzimpfung. Auch das halte ich für eine eindimensionale Sichtweise, weil das, was uns letztendlich schützt und unsere Gesundheit erhält, ist unser Immunsystem. Und da habe ich jetzt in meiner Therapieform auch herausgefunden, dass also dieses Funktionieren, dass dieser Organismus gesund ist, ganz wesentlich davon abhängig ist, ob dieser Mensch in der Identität lebt oder in einer Identifikation in Täter-Opfer-Dynamiken. Und aufgrund dessen, ja, auch das Immunsystem unter anderem neben allen vielen anderen Systemen überhaupt nicht richtig funktionieren kann, weil dieser Mensch nicht bei sich ist, weil er zu viel im Außen ist, weil er sich zu viel am Außen orientiert und weil er im Grunde auch schon gegen sich arbeitet, ja, weil er sich selber dann auch gar nicht wertschätzt und gar nicht wirklich gut mit sich umgeht, sondern sogar sich überfordert und Forderungen an sich stellt, die letztendlich auch erschöpfen und in Stress versetzen und dann letztendlich auch krank machen können. Also es gibt quasi so sagen wir, diese monokausale schulmedizinische Sichtweise. Wir sind diejenigen, die euch gesund machen. Und ich behaupte eher, jeder ist sein eigener bester Arzt. Ja, und sein eigener bester Kenner, seine eigene Geschichte, seine eigenen Bedürfnisse. Und da muss man ansetzen. Und der Arzt kann immer nur ein Notfallhelfer sein für Notfälle, wo ich dann vielleicht alleine nicht mehr zurechtkomme. Genauso wie ich als Therapeut, der eigentlich mich auch als Notfallhelfer begreife, der dort dann jemanden sozusagen weiterhelfen muss, wenn der in seinem psychischen System nicht weiterkommt. Und nicht weiterkommen tun wir halt, wenn wir traumatisiert sind, wenn wir gespalten sind, wenn unsere gesamte Psyche dann eben in drei Teile zerbrochen ist. Es gibt nach wie vor gesunde Anteile, aber wir haben eben diese unterdrückten, abgespaltenen Traumagefühle und kompensieren die und versuchen die zu kompensieren mit unseren Überlebensstrategien. Ja, und ich sage immer, in der aktuellen Situation ist auch dieses Corona, diese Art, wie man jetzt sagt, wir müssen jetzt Leben retten und verhindern, das Mensch ist eigentlich auch, ja, kann man sagen, auch eine Überlebensstrategie. Also man will jetzt anderen Menschen helfen, ja, und fragt die gar nicht, sage ich mal. Frag die jetzt zum Beispiel gar nicht, willst du jetzt geholfen werden oder vielleicht willst du ja auch sterben? Es gibt ja manche Menschen, die sagen, okay, vielleicht will ich gar nicht leben, oder die haben so diesen Nein in sich, ja, noch das eigene Ja gar nicht entgegengesetzt, ja. Und von daher sind sie gar nicht so richtig entschlossen, ja, gesund zu sein und gesund zu werden, aber sie werden da gar nicht so richtig danach gefragt. Und alleine das finde ich schon einen heilsamen Effekt. Wenn ich also gefragt werde von einem, sag mal, wie steht es mit deiner Gesundheit? Und wenn es nicht gut steht, könnte es da sein, dass in dir irgendwie etwas existiert, was eigentlich Nein zu dir sagt, Nein zum Leben, wo du dein Leben, deine Beziehungen nicht mehr für sinnvoll findest und eigentlich aussteigen möchtest, aber nicht weißt, wie, und dann produzierst du entsprechende Probleme, haben deinen Magen, deine Nieren, dein Herz hat entsprechende Probleme, da zu sein für dich, wie es eigentlich da sein könnte. Also bei einer ganzheitlichen Sichtweise, die ich ja auch jetzt im Falle von solchen Infektionserkrankungen durchaus auch für angebracht sehe, müsste man immer die Leute fragen, die Menschen fragen, wie steht es eigentlich mit deinem eigenen Lebenswillen? Und nicht einfach hergehen und sagen, jeden muss man jetzt retten, obwohl er sich noch gar nicht entschieden hat, dass man ihn retten soll. Ja? Und auch der mir den Auftrag gar nicht gegeben hat, dass ich ihn retten soll. Klar, man kann vielleicht darauf ausgehen, ja, die meisten Menschen wollen. Aber wenn man es mal genauer hinschaut, stimmt es einfach nicht. Ja. Also wenn man als Therapeut, und wie ich ja auch Gelegenheit habe, mit ganz vielen Menschen zu arbeiten, vieles, was man so als selbstverständlich annimmt, ja, ist nicht selbstverständlich. Es kann eben auch durchaus sein, dass der Mensch so nach außen vielleicht schon sagt, okay, jetzt bin ich krebskrank, bitte helft mir, aber es gibt in ihm so viel Widerstand eigentlich dagegen auch. Er hat sich so sehr mit Tätern im Außen identifiziert, dass das nicht funktionieren kann. Und ich denke auch, das müssen wir auch berücksichtigen, dass wir in unseren helfenden Berufen, die wir dann Ärzte werden, Psychologen, Sozialarbeiter, Pfleger und so weiter, dass wir ja auch so unsere Traumabiografie haben und oft eben auch früh schon unser eigenes Ich verloren haben und dann eben uns
ins Außen flüchten, in die Beziehung flüchten, ins Helfen flüchten und dann quasi uns definieren darüber, dass wir andere Menschen retten, dass wir andere Menschen helfen, dass wir ihnen ja vielleicht sogar das Leben retten und uns darüber definieren, ob wir das Erfolg haben oder nicht, sondern jedes Mal vielleicht auch bitterlich enttäuscht sind, wenn das nicht funktioniert, wenn jetzt ein Mensch stirbt oder der bringt sich um oder der will gar nicht jetzt meine vielen therapeutischen, medizinischen Ratschläge annehmen, sondern der weigert sich und geht leider vielleicht wieder sehenden Auges in den Abgrund und raucht weiter und trinkt weiter, nimmt Drogen oder was auch immer man sich vorstellen kann. Gut, also das heißt, also auch beim Helfen muss man wirklich hinschauen, ist es jetzt eine Hilfe, die ja konstruktiv ist, aus dem gesunden Ich eines Menschen kommt, oder wird diese Hilfe dem anderen auch durchaus mal übergestülpt, weil der eben mich braucht, der braucht immer jemanden, dem er helfen kann. Weil wenn er jetzt niemand mehr zum Helfen hat, will sich vielleicht die Frage stellen, was ist eigentlich mit dir los? Was brauchst du eigentlich und wo hast du dich vielleicht auch aufgegeben? Also müsste derjenige vielleicht dann auch erstmal bei sich selbst hinschauen, sich selbst mal helfen oder helfen lassen, damit er also sein eigenes Helfen dann zu etwas gestalten kann, was wirklich Hand und Fuß hat. Und da habe ich jetzt heute, das kann man vielleicht jetzt auch hier gut anwenden im Kontext mit dem Coronavirus, haben wir heute eine Online-Aufstellung gemacht. Und da hatte eine Teilnehmerin das Anliegen, System und Unterwerfung. Ja, im Zusammenhang jetzt mit diesen ganzen Restriktionen, den Maßnahmen, die wir da erdulden müssen, wo wir jetzt durchaus, ich sage ganz klar, im Moment bin ich Opfer dieser Maßnahmen, auch sowohl, ja, eher finanziell, also das, weil große Seminare, die ich in Otto schon geplant habe, die ich jetzt in Wien planen werde, eigene Weiterbildung, jetzt an diesen Wochen, alles muss gestrichen werden und mein ganzer Praxisbetrieb leidet, am Seminarbetrieb leidet da durchaus darunter. Zum Glück bin ich jetzt nicht sozusagen derjenige, der jetzt nicht einen Monat oder zwei aushalten kann ohne diese Rückflüsse, aber ich ärgere mich schon darüber, ja, dass ich da jetzt etwas auch erdulden muss an Restriktionen, wo ich noch nicht so ganz überzeugt bin, ob das wirklich weiterführt und ob die Maßnahmen, die jetzt gerade so ergriffen werden mit diesem Lockdown, wo man also versucht, diese exponentielle Ansteigen der Neuinfektionen zu verhindern und auf der anderen Seite haben wir ein exponentielles Ansteigen der schädigenden Prozesse, also wenn man allein an die Lieferketten innerhalb einer Wirtschaft denkt, die ja dann sich auch in rasend schnellem Tempo dann alle zerbrechen und zerstört sind, dann hat es ja auch einen exponentiellen Effekt. Und so, man sagt, man will quasi den einen Effekt verhindern und erzeugt damit andere Effekte, von denen man vielleicht noch gar nicht geahnt hat, wie schnell die dann gehen. Also auch genauso exponentiell wie die Infektionsraten geht dann auch die Zerstörung der wirtschaftlichen Zusammenhänge. Ja, und das immer, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, das sind wir schon bei etwas, wo ich eben auch verstanden habe im Laufe der Jahre, Überlebensstrategien zeichnen sie dadurch aus, dass sie etwas verhindern wollen und gleichzeitig schaffen sie das gleiche Problem erneut. Ja, also ich will das Sterben verhindern, und jetzt mit bestimmten Maßnahmen, ich will jetzt die Gesundheit der Menschen schützen und so weiter und ergreife dann Maßnahmen, die aber die Gesundheit der Leute extrem gefährden. Nicht, wer jetzt seinen Job verliert und da zu Hause eingesperrt ist und so, der ist ja, dessen Gesundheit, würde ich mal sagen, ist extrem gefährdet und ich bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Also zum Beispiel jetzt auch in diesem Online-Seminar auch die Teilnehmerin, die jetzt das Anliegen hatte, System und Unterwerfen, ist eben getriggert worden, auch durch diese aktuellen Maßnahmen und ja, fühlt sich jetzt, wird retraumatisiert. Also das ist wie ein Trigger, die äußere Situation für eine Retraumatisierung, das haben wir dann herausgefunden auch, durch den Prozess und im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, wer ist das System? Das System ist die Mama. Beziehungsweise die Mutter im System, die durch dieses System bereits, und zwar in dem Fall durch ein Psychiatriesystem, also die Mutter hat relativ früh ein Psychopharmaka bekommen und diese Mutter, die dann gefangen ist in einer traumatisierten Gesellschaft, war dann für das Kind eben nicht da. Das konnte dann in dieser Form für das Kind gar nicht Mutter sein. Und da war eben auch die Lösung des Problems, war dann, dass die Klientin oder die Frau, die das Aufstellen gemacht hat, zu ihrem Ich sagt, ich
will eine Mama mit einem eigenen Ich. Ja. Also, dass das wieder geklärt wird. Ich will eine Mama, die im System gefangen ist und im System auch untergeht und im System auch weiter geschädigt wird und traumatisiert ist. Und ich will eine Mama, die ein eigenes Ich hat und mit der ich, an der ich mein eigenes Ich dann entwickeln kann und wo ich mich dann eben nicht ihr unterwerfen muss und auch nicht dem System außenrum unterwerfen muss. Und das wäre auch für mich jetzt in der aktuellen Corona-Krise eben ein ganz anderer Ansatz, diese Identität in den Mittelpunkt zu stellen. Was macht es eigentlich aus, wie ich dieses Corona-Thema wahrnehme? Was hat es mit meiner Biografie zu tun, mit meiner Lebensgeschichte zu tun? Also ich habe bisher immer festgestellt, wenn ich da mit Leuten jetzt diskutiere, da gibt es immer irgendwas in der eigenen Geschichte, wo dann dieses Corona irgendwas triggert und man dann, ja, und dann auch dann diesen oder jenen Standpunkt einnimmt. Zum Beispiel jetzt auch die Teilnehmerin, von der ich gerade gesprochen habe, die sagt, ich bin total Impfgegnerin. Ich will nicht geimpft werden, weil mir als Kind eben auch Dinge eingeflößt worden sind, also auch in meinen Körper dann rein getan worden sind, wo ich das eigentlich nicht wollte, wo ich dagegen bin. Also so können dann gewisse Haltungen auch entstehen und das müssen wir sich alles ganz genau anschauen und müssen da auf einer vielschichtigen Ebene müsste man auch erstmal solche Maßnahmen diskutieren und müsste sich dann auch eine, also aus meiner Sicht viel sinnvollere Strategie überlegen, wie man jetzt mit einem Virus umgeht, der jetzt gerade um die Welt geht, was ja Viren heutzutage sowieso machen, wegen der Verflochtenheit. Ja, wo man sich dann eine Vielfalt von Strategien vielleicht überlegen könnte, um mit diesem Thema jetzt sinnvoll umzugehen, statt jetzt so monokausal auf eine einzige Idee zu setzen, wir müssen diesen Anstieg der Infektionsraten, den exponentiellen, abflachen und über 2 Jahre vielleicht strecken. Ich habe mich heute auch mit dem Statistiker unterhalten, habe gesagt, ja, kannst du denn irgendwelche Zeiträume angeben, wo das dann auch wieder aufhört, das Ganze, weil wenn man die Virologen dann befragt, ja, Leute, wie lang soll das jetzt eigentlich gehen? Dann heißt es mal, na, 2 Jahre, aber natürlich ist es unrealistisch, 2 Jahre einen Lockdown zu machen. Da kannst du am Schluss gar nichts mehr, gibt es gar nichts mehr, was noch übrig bleibt. Oder 6 Monate, was ja auch völlig unmöglich ist. Da ist die ganze Wirtschaft vorbei und all die Versprechen, dass dann diejenigen, die jetzt Ausfälle haben, dann Kompensation erhalten. Woher soll der Staat das Geld nehmen, wenn er gar keine Steuereinnahmen und gar nichts mehr hat? Muss sich riesig verschulden und dann haben wir wieder ein Währungsproblem und so weiter und so fort. Also das funktioniert nicht und das kann auch aus meiner Sicht nicht lange funktionieren. Da muss innerhalb der nächsten 14 Tage muss da eigentlich irgendwie ja, Politik aus meiner Sicht auch einen Ausweg aus dieser Einbahnstraße finden, bevor es dann in die Sackgasse, würde ich mal sagen, einen Ausweg aus der Sackgasse finden, eine abbiegen irgendwo, bevor das Auto, mit dem sie sitzen und dem wir alle mit drin sitzen, dann voll gegen die Wand knallt. Gut, ja. Gut, jetzt will ich mal einfach einen Punkt hier machen. Jetzt habe ich 1 Stunde gesprochen, einfach mal so ein paar Gedanken geäußert. Jetzt sehe ich hier, schreibt er ganz fleißig und kann das natürlich gar nicht alles lesen, mitlesen. Aber ich würde mir einfach mal was rausgreifen, was ihr so schreibt und euch gerade unterhält. Italien, aha, okay. Italien ist immer so ein großes Thema. Da sagt man immer so die Lazarettbetten und so und die Leichen, die dann von den Militärtransportern abgetransportiert werden, weil es so viele sind. Es ist heute, das könnte ich euch empfehlen, auch, glaube ich, Seite 7 ist es in der Süddeutschen Zeitung. Da wird also die Sterbestatistik in den letzten Monaten in Italien dann differenziert aufgezählt. Durchschnittsalter derjenigen, die sterben, ist sehr, sehr hoch. In Italien haben wir eh eine höhere Durchschnittsalter in der Bevölkerung. Und etwa 3 Fälle von diesen über 400 Fällen, die da analysiert worden sind, können mehr oder weniger eindeutig diesem Covid-19 zugeordnet werden. Bei allen anderen liegen noch zusätzliche andere Letalfaktoren vor, sodass man also dieses Virus nicht für diese Sterbeziffern verantwortlich machen kann. So steht es heute in der Süddeutschen Zeitung drin. Eine schöne Statistik kann sich jeder mal anschauen. Ja, und Italien, ich habe es schon gesagt, nee, also das Gesundheitssystem in Italien ist vielleicht noch, ja, genauso wenig, vielleicht noch weniger auf Vorrat gestrickt. Also, dass man dann, wenn es dann eben Epidemien gibt oder etwas erhöhte Fallzahlen,
dann sind die Auslastungen nicht mehr, da sind die Kapazitäten nicht da. Und weil man sowieso immer schon am Limit fährt. Also das, so weit schätze ich jetzt gerade die italienische Situation ein. Wenn ich Transgender bin, zum Ich, gut, zum Thema Ich, Transgender auch, interessant, gehen wir ein bisschen weg von dem Coronavirus. Ja, also die Frage ist schon, warum fühle ich mich in meinem eigenen Körper nicht zu Hause? Weil das bin ja ich. Ich bin ja mein Körper. Und jetzt da eine Trennung zu sagen, hier ist mein Körper, da ist mein Ich und es passt nicht zusammen, da würde ich mir immer eher die Frage stellen, da muss was passiert sein, was hat es bewirkt, dass ich da mich fremd in meinem Körper fühle. Also wenn ich zum Beispiel, ich sage jetzt einmal nur ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Junge geworden bin, körperlich, und meine Mutter hat aber Angst vor Männern, vielleicht weil sie sexuelles Trauma erlebt hat, und möchte gerne, wenn dann überhaupt, wenn ein Kind dann überhaupt, soll es ein Mädchen sein, weil das wird sie dann nicht so stressen und so belasten, dann kann es durchaus sein, dass dieser Junge dann irgendwie sagt, na gut, ich bin falsch, meine Mama möchte lieber ein Mädchen, also schaue ich, dass ich ein Mädchen bin. Und wie kann ich das machen? Also, dass da so dieses Nein zu sie, dieses Ja zu sich selber aufgegeben wird, weil die Mama eben da Bedingungen stellt und dass man sich dann dann als Lösung überlegt, gut, dann bin ich halt so, wie die Mama mich haben will und sich dann eher weiblich identifiziert. Und da würde ich auf alle Fälle sagen, bevor da jemand zur Tat schreitet und Hormone nimmt und sich unter das Messer legt, macht lieber eine Anliegenarbeit, guckt euch das an, warum ist das so, dass ich da mich in meinem Körper, nicht in meiner Geschlechtlichkeit zu Hause fühle. Versucht es eher aufzuklären, bevor er dann solche extremen Maßnahmen macht, wie jetzt Hormongaben und auch chirurgische Maßnahmen, die er dann letztendlich traumatisierend sind. Also den eigenen Körper traumatisieren. Also Operationen sind für den eigenen Körper auch durchaus Traumaerfahrungen. Also müsste eigentlich nach jeder Operation, müsste man auch wieder ein Stück Traumatherapie machen, um diese Dissoziation, die dann durch Anästhesie stattfindet zwischen Körper und der Psyche und Ich und Körper, um das wieder rückgängig zu machen. Wir sehen es ja auch bei Geburtsprozessen, bei dramatischen Geburtsprozessen reißt auch die Einheit zwischen Körper und Ich zerreißt dann auch. Und dann muss man eben auch seinen Geburtsprozess mal an sich anschauen, um dann wieder aus Spaltungen herauszukommen. Gut. Ist Geld wichtiger als Leben, steht hier. Das sind natürlich alles so Diskussionen, die man wahrscheinlich auch erstmal ethisch, auf ethischer Seite vielfältig beantworten kann. Aber die Frage ist natürlich, ist Geld wichtiger als Leben? Was ist denn das für ein Leben? Ja, erstmal auch, ist es ein Leben oder ein Überleben, würde ich mal fragen. Also derjenige, der jetzt da lebt, lebt er wirklich seine Identität oder ist es so ein Überleben, wo er sich dann zu Diensten von anderen Menschen macht? Da kann man sich dann auch fragen, ob es nicht jetzt erstmal darum ging, statt zu überleben, ins Leben zu kommen. Ja, und Geld ist eine Kopfgeburt. Also das muss man auch ganz eindeutig sagen. Geld existiert erstmal nicht in der Realität. Selbst wenn es da Scheine gibt oder Geldmünzen oder vielleicht sogar Goldbarren, ja. Aber dieses ganze Geld hat ja nur deswegen Geldqualität, weil wir dem was zuschreiben, weil wir jetzt dem grünen Schein 100 zuschreiben und dem roten Schein 10 zuschreiben. Also per se ist das ein grüner Schein und ein roter Schein, vielleicht mal größer oder kleiner. Aber dass man sagt, mit dem großen Schein kannst du 100 mal, 10 mal mehr einkaufen als mit dem kleinen Schein, ist ja eine Konvention, ist eine Festlegung, ist also etwas, was wir in unserer psychischen Eigenwelt gestalten. Also von daher ist das Geld immer auch so zu sehen, ne, dass was für Erfindung haben die Menschen hier gemacht und für was setzen sie es ein? Und natürlich ist es eine komische Geschichte, muss man sich auch mal fragen, warum wir unser eigenes Leben jetzt dieser Kopfgeburt Geld unterordnen sollen und der Sinn und Zweck zum Beispiel der Ökonomie darin bestehen soll, aus einem 100 Euroschein jetzt innerhalb der nächsten Jahre dann 300 Euro zu machen und das dann als großen Erfolg zu feiern. Also das muss man, also ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen mit der Frage auseinandersetzen, Geld oder Leben, für was dieses Geld eigentlich steht und für welche Wirtschaftsform dieses Geld steht. Und natürlich kann man sagen, ist lächerlich, wenn jetzt einer leben will und der kann nur leben, weil
weil es Geld, er kann nicht leben, weil es ein Geld fehlt, dann stimmt natürlich irgendwas nicht, ne? Ja. Also, jetzt, was könnte ich dir jetzt noch sagen? Ich verstehe, ich lese mal vor, ich verstehe nicht wirklich, warum Sie dagegen sind, dass wir versuchen, die Ausbreitung des Coronavirus einzuschränken. Italien und Frankreich sind doch ein Beispiel, dass es wichtig ist, die Verbreitung zu verlangsamen, zum Wohle der Schwächeren, der älteren Erkrankten. Was ist falsch daran? Okay, danke für die Frage. Zur Situation in Italien habe ich schon was gesagt, also dass es da durchaus die Frage ist, wer stirbt jetzt an Corona und wer stirbt an was anderem. Es ist ja nicht so eindeutig und anscheinend sagen auch die italienischen Behörden, dass es eigentlich sehr wenige Leute sind, die direkt an Corona sterben. Frankreich, die Situation kenne ich nicht, da habe ich mich jetzt nicht beschäftigt. Und die Frage zum Wohl der Schwächeren, also Alten, deren Kranken. Also ja, die Leute, die krank und alt und schwach sind, die muss man ja immer schützen, ob jetzt da Corona da ist oder nicht. Und jetzt extra zu sagen, jetzt müssen wir unbedingt die Alten, Schwachen und Kranken schützen, würde ich jetzt nicht als was Besonderes nehmen, sondern es ist ja so selbstverständlich. Aber bisher haben wir ja auch nicht das gesamte System dann heruntergefahren, wegen dem Schutz der Schwächeren, Älteren und Erkrankten. Und wie gesagt, ich schätze die Gefährlichkeit dieses Virus mal ähnlich ein, vielleicht nicht besonders höher als die anderen Viren auch und Bakterien, man wird sich jetzt nicht mehr auf Viren da beschränken, sondern es gibt ja viele Bakterien, Krankheitskeime, Pathogene, die dann sonst ja auch da sind. Ne? Also man muss ja immer gucken, als jemand, der älter ist und krank ist. Und da ist natürlich meine Empfehlung natürlich, dass man immer auch gucken muss, auch vom Einzelnen her, was kann ich tun, um meine Gesundheit zu stabilisieren, was kann ich tun, um vielleicht aus Erkrankungen herauszukommen. Und ich habe ja dann ein Angebot, also mit meiner Anliegenmethode, wenn jetzt jemand sagt, ich habe eine Schilddrüsenerkrankung, ich habe eine Krebserkrankung, ich habe eine Hauterkrankung oder was auch immer, eine Lungenerkrankung, dann kann ja jeder, könnte ja jeder erstmal dahin gucken, warum, für was steht dieses Symptom, was in meiner Lebensgeschichte hat es erzeugt. Ich habe ja auch letztes Jahr eine massive Viruserkrankungen wohl gehabt, wo ich wochenlang darunter laboriert habe. Also da wurde jetzt wegen mir jetzt auch nicht das ganze System runtergerannt, um mich zu schützen. Aber ich habe es dann halt auch so gemacht, dass ich dann irgendwann gesagt, Mensch, du kannst jetzt nicht weiter nur an deinen Symptomen rumdoktern und laborieren und Tee trinken und Salben da drauf schmieren und sonst was. Du musst jetzt mal hingucken, was ist denn da los in dir? Und dann habe ich tatsächlich eine Anliegenarbeit gemacht für mich und dann eben festgestellt, oh, da gibt es ja mir einen kleinen kindlichen Anteil, den ich abgespalten habe, der wäre fast verdurstet, der wäre auch, ja, den ging es furchtbar schlecht. Und dann bin ich in Kontakt gegangen mit diesem Anteil und habe geweint und habe ihn in den Arm genommen und so weiter. Und wir haben es wieder verbunden. Also ich habe den integriert in mein psychisches System, in mein Ich. Und siehe da, 2 Tage später waren meine Symptome verschwunden, das Hautjucken war vorbei. Ja, und seitdem mir geht es mir gut? Keine Ahnung, ob ich diesen Coronavirus mittlerweile schon gehabt oder nicht habe oder gehabt habe, weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt überhaupt keine Angst, dass mir da jetzt etwas Schlimmeres im Moment passieren könnte. Und wenn was wäre, wenn Symptome auftreten, habe ich neulich auch gemacht. Ich habe zum Beispiel am Fuß und so eine Schwellung gehabt, habe ich auch eine Arbeit jetzt gemacht und jetzt ist sie wesentlich besser als vorher. Also da würde ich jetzt also sagen, kenne ich nicht immer so auf das. Da gibt es nur einen Weg und jetzt müssen wir diesen Weg beschreiten. Es gibt immer viele Wege, die man einschreiten kann und gerade wenn es ums Thema Gesundheit geht und Vorbeugen von Krankheiten und so, da gibt es so viele Möglichkeiten. Da würde ich wirklich davor warnen, so einen eindimensionalen Gedanken zu haben, jetzt müssen wir alles runterfahren. Und das ist jetzt, glaube ich, auch ganz wichtig und vor allem Opfer bringen. Ne? Also in einer konstruktiven Gesellschaft, in einer nicht traumatisierten Gesellschaft, in einem konstruktiven Wir, würde man wirklich tun nichts vermeiden, dass der Nutzen des einen das Opfer des anderen bedeutet. Aber ich glaube, weil wir in einer traumatisierten Gesellschaft leben, sind wir so gewohnt, dass wir meinen, wir müssen uns opfern, wir müssen Opfer bringen, damit es anderen gut geht. Und da sind wir ganz, ganz deutlich bei unseren oft schon unseren Kindheitserfahrungen, ne, dass wir also erlebt haben, ja, ich werde nur dann geliebt, ich bin nur dann gemocht, wenn ich mich für meine Mama Opfer. Zum Beispiel, wenn ich für sie da bin. Die leidet ja so, die hat es ja selber traumatisiert. Das muss ich als Kind jetzt irgendwie schauen, dass ich meiner Mama etwas
Gutes tue und mich sozusagen meine Interessen hinten anstelle. Und vielleicht manche, ne, ich habe ja mit Menschen schon gearbeitet, die ihr Leben lang, ja, im Grunde, deren ganzes Leben lang vorgeburtlich sind stets, haben wir ja schon drüber geredet, einen Opfergang bedeutet, ja, um ihre eigene Mama am Leben zu erhalten oder vielleicht irgendwie ein bisschen weniger unglücklich zu machen, als sie ist. Also auch hier ist ja natürlich die viel bessere Lösung, dass die Mama selber guckt, dass sie an ihren eigenen Traumata arbeitet und nicht das Kind sich an den Traumata der Mama abarbeitet. Gut, lasse ich mal das noch vielleicht einen anderen. Lese ich einfach mal. Unser Medizinsystem ist nur bedingt gut. Klar kann die Medizin Leben retten, sie löst allerdings nicht die Ursache. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Medizin durch Medikamente auch Leben nehmen könnte. Vorträge von Bruce Lipton. Ja, kann ich jetzt mal so stehen lassen. Muss ich gar nicht darauf antworten. Dann noch mal, sagt jemand, vielleicht ein Grundsatz aus jedem Erste-Hilfe-Kurs, der Helfer darf sich nicht selbst gefährden. Gut, ich habe meinen Erste-Hilfe-Kurs schon lange da vorbei. Es klingt erstmal sinnvoll. Ja, aber das, glaube ich, hängt von der jeweiligen Situation ab. Aber es, glaube ich, trifft auch das, was ich gesagt habe. Wir können unmöglich von den Menschen verlangen, die anderen Menschen helfen, dass die sich jetzt da quasi aufopfern und ihr eigenes Leben opfern, damit das Leben eines anderen. Also da irgendwie stimmt dann die Ethik auch nicht mehr ganz. Und das muss man im Einzelfall dann sich anschauen. Dann steht hier unten, es ist jetzt schon klar, dass die ganzen kleinen Strukturen kaputt gehen. Kleine Geschäfte, Theater, Kleinkünstler, ganz traurig. Es wird keine Zirkusse mehr geben. Ja, das finde ich auch. Also traurig, dass das so ist, ja. Und da hatte ich ja gesagt, nicht dieses Wirtschaftssystem mit seiner extremen auch Verflechtung, national, international und so weiter. Wenn man da eingreift, ja, da hat man schnell ein exponentielles Wachstum der zerstörten Beziehungen. Und das ist für dieses Wirtschaftssystem nicht gut. Und wenn man jetzt das dann auf der anderen Seite anschaut, nicht dieses exponentielle, also wie schnell, ja, auch wie exponentiell schnell, also wenn man durch diese Maßnahmen jetzt unsere sozialen Beziehungen da zerstört und aufgelöst werden, dann kann man das auch mal ins Verhältnis setzen zu den Infektionsraten, ja. Jetzt wird also exponentiell mit einer rasenden Geschwindigkeit fast teilweise von 0 auf 1000 werden die sozialen Beziehungen gekappt und gestört und das wir Menschen sind Beziehungswesen, wir sind soziale Wesen. Wir brauchen auch den Kontakt mit anderen Menschen. Das macht krank, ja. Da sind wir dann leider oft auch wieder darin, dass also viele Menschen als Kinder ja schon die Erfahrung gemacht haben. Ich werde allein gelassen, ich werde irgendwie zur Fremdbetreuung gegeben, ich werde tagelang liegen gelassen. Das war übrigens in meiner eigenen Arbeit mit dem Fuß, war das so? Das war dann so, dass mein Ich mir wiedergespiegelt habe, ich liege im Kinderwagen, will ein bisschen mich aufrichten, aber da gab es dann durch dieses Geschirr, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, wo man Kinder so eng festgeschirrt hat, gezerrt hat, damit sie nicht aus dem Kinderwagen aufstehen und rausgehen können. Und er hat immer versucht, dann so hochzugehen. Und es war dann für mich auch sehr schmerzhaft, das zu beobachten. Dieser kleine Franz, der dann im Kinderwagen liegt und dann nicht hochkommt, ja, und sich bemüht und anstrengt. Und dann jedes Mal kommt dieser Gurt und hält dich wieder zurück. Also, das ist schon irgendwie auch grausam. Also, diese Isolation, na, früher hat meine Kinder auch nach der Geburt alle 4 Stunden noch gestillt und so weiter. Da ist schon ein enormer Schaden angerichtet worden. Und vielleicht sind jetzt auch viele Menschen dabei, die jetzt durch diese Isolation, in der sie geraten, mal wieder auch in frühkindliche Retraumasituationen kommen, wo man also dann, dass jetzt die Gefühle plötzlich hochkommen, diese Einsamkeitsverlassensgefühle und Verzweiflungsgefühle, die man da als Kind erleben musste, indem man so alleingelassen worden ist. Was würden Sie denn vorschlagen, alles laufen lassen? Was ist ein konkreter Vorschlag Ihrer Seite in diesem jetzigen Moment? Aha, interessante Frage. Ja, ich habe ja heute. Ich habe ja mal diesen einen Artikel geschrieben, der auf meiner Internetseite steht, der auch als Podcast bei KenFM Tagesdosis zu hören, nachzuhören ist, wo ich also gesagt habe, also dieser Corona-Pandemie-Wahn, wie ich das bezeichnet habe. Und jetzt habe ich heute noch einen weiteren Artikel geschrieben, zurück zu mir selbst, also wo ich das dann auch nochmal sage, was ich mir jetzt vorstellen würde. Also ich würde mir jetzt erstmal einen runden Tisch wünschen, weil die Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind, die sind jetzt erstmal beschlossen worden. Da kann man jetzt im Moment ja gar nicht, vielleicht noch nicht mal mit einem Eilverfahren beim Bundesverfassungsgericht dagegen ankommen. Müsste man vielleicht probieren, müsste man schauen, ob es geht. Aber auf alle Fälle ist tatsächlich die Frage, was sind jetzt die Alternativen? Und ich bräuchte jetzt einfach einen runden Tisch von
Experten und nicht nur Virologen und Krankenhausmanagern, sondern von Ethikern, Soziologen und Psychologen, von Philosophen, von Ökonomen, von auch Kulturschaffenden und die jetzt dann gemeinsam überlegen, so ihr gemeinsames Wissen einmal zusammenschmeißen über die, ja, über die naturwissenschaftlichen Grundlagen, über die soziologischen, psychologischen, philosophischen Erkenntnisse, die man gewinnt. Ich habe zum Beispiel heute einen ganz interessanten Artikel von einem Kollegen aus, Professorenkollegen aus Karlsruhe bekommen, der sich auch als Philosoph da über die Gedanken gemacht hat und eben auch schon dann gesagt hat, also es ist, oft ist es in solchen akuten Situationen schon, all die Griechen haben gesagt, manchmal ist es Nicht-Handeln besser als ein Handeln, das zu negativen Effekten führt. Also wir könnten jetzt die Zeit nutzen, uns zusammensetzen, alle, die was Substanzielles zu sagen haben, mal zusammensetzen, gemeinsam sagen, wir haben jetzt ein gemeinsames Problem, wir schauen jetzt mal, welche Strategien gibt es da, welche Szenarien gibt es da, die man sich vorstellen kann. Das eine, das Lockdown-Szenario läuft jetzt gerade, meine andere Szenarien, das infizieren lassen der gesamten Gesellschaft, das, was normalerweise passiert, jedes Jahr passiert ist und niemand hat es bisher als angezweifelt, dass das Richtige ist. Die Niederlande haben es ein bisschen probiert, die Engländer haben es ein bisschen probiert, sind allerdings dann unter den Druck geraten, auch die eigene Bevölkerung hat ihnen der Druck gemacht. Aber da müssen wir einfach aufklären, müssen wir Aufklärung machen, was ist das beste Strategie. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Leute, die jetzt auch in den alternativen Medien so ihre Informationen verbreiten, zusammen mit denen, die jetzt gerade so gehypt sind in den offiziellen Medien, wenn die jetzt irgendwie sich mal zusammensetzen würden und sich gegenseitig nicht so abwerten würden, sondern wirklich sagen, wir haben jetzt ein gemeinsames Problem, lasst uns mal nach dem besten Lösungsszenario schauen, dann wird man relativ schnell etwas finden, was wesentlich besser ist als das, was wir jetzt im Moment machen. Aber ich will mich jetzt da nicht genau festlegen. Ich würde halt meinen Beitrag dazu leisten. Ich sage ja, ganzheitliche Medizin, also nicht darauf schauen, dass die Impfung und das ganze Geld wird jetzt in die Impfung gesteckt oder irgendeine Medikamentenentwicklung, sondern lasst uns die lieber auch in die Traumatherapie stecken, weil das wirklich gute Effekte erzielt. Also, da wird mir schon einiges einfallen, was ich da einbringen kann. Ich glaube, auch den Kollegen anderer Disziplinen fällt dann schon was ein, was sie da jetzt sinnvollerweise dazu beisteuern können. Und ja, und ich denke, das wäre wesentlich besser als das, was jetzt gerade so in dieser einseitigen virologischen und statistischen Sichtweise gerade gemacht wird. Hier steht, es passiert nicht jedes Jahr, dass ein Virus über die Welt schweift und so viele Menschen lebensbedrohlich betroffen sind, egal ob vorbelastet oder nicht. Ja, das weiß ich jetzt nicht, weil ich kenne da keine Statistiken und ich glaube auch nicht, dass es da so furchtbar viele Statistiken gibt oder auch der vielleicht jetzt derjenige, der das jetzt schreibt, weiß, was da jedes Jahr so läuft und wie hoch da die Todeszahlen sind. Also dieses Argument, das wäre so ein ganz neuartiger Virus und der würde jetzt ganz schnell alle Menschen dahin raufen, glaube ich, ist schon eine Vorstellung, weil die Daten sagen eigentlich auch die chinesischen, die englischen und sonstigen, da sagen wir eher, ja, 90%. So neuartig kann der Virus so gar nicht sein und so gefährlich, weil ja, weil wir unser Immunsystem relativ schnell erkennen. Also so furchtbar schlau ist der anscheinend auch nicht, dieser neue Virus. Und jetzt, ob man jetzt die Mortalitätsraten mit 8%, mit 4%, mit 0,1% berechnet, kommt immer ein bisschen auf den Nenner an. Also wie, in welches Verhältnis setze ich das? Und da gibt es also, wer ein bisschen Ahnung hat von Statistik, der weiß, du kannst mit Statistik jede Idee und jedes Interesse auch belegen. Und es ist gar nicht so einfach, dann wirklich auf eine Statistik zu kommen, die interessensfrei ist. Und ja, und auch eben, und das ist vielleicht mein Gesicht traumafrei. Ja. Also, dass man jetzt bestimmte Horrorszenarien für wahrscheinlicher hält als das, was weniger schlimm und gefährlich ist, hängt vielleicht auch mit dem zusammen, was ich an Lebenserfahrung gemacht habe. Vielleicht habe ich schlimme Erfahrungen gemacht. Vielleicht lebe ich auch in einer Lebenssituation, die für mich sehr bedrohlich ist. Und dann sehe ich im Außen etwas, was bedrohlich ist. Und dann hefte ich quasi meine Vorstellung, dass es bedrohlich ist, jetzt an dieses Virus. Ja, und denke, oh, das ist aber jetzt die Bedrohungslage dabei. Steckt vielleicht der Virus nicht als Form von Virus in mir, sondern als Form eines Traumas in mir. Und ich mache das dann an diesem Virus fest, so wie man jetzt ja auch immer alles mögliche andere an einem Virus festmachen kann. Die Terroristen oder die Feinde, die Franzosen waren es im Ersten Weg, im Zweiten Weg und die Russen dann im Zweiten und so weiter. Also da muss man schon aufpassen und ein bisschen bei klarem Verstand bleiben.
Und das finde ich auch wichtig in der jetzigen Situation, dass wenn man sich jetzt auch emotional herausgefordert fühlt durch diese Virus-Realität, sage ich jetzt mal, sofern sie auch mehr Realität ist als Vorstellung, dann kommen bestimmte Gefühle hoch, wie Verzweiflung oder Wut oder Angst oder sonst was. Da wäre es schon auch ganz gut, sich mal diese ursprünglichen Gefühle da anzuhören, wo die ursprünglich mal herkommen, vielleicht erklärt sich ja dann das so, dass der Kopf frei wird, ja, von alten, belastenden Erfahrungen aus der eigenen Biografie und man wirklich jetzt ein bisschen, sagen wir, auch nüchtern, mit etwas nüchterner die Lage analysieren kann und nicht aus einem, ja, früheren Trauma geschehen bei einem selber und Gefühlen, die nicht verarbeitet sind, die jetzt in eine neue Situation einbringt und dann, ja, und dann eben in Überlebensstrategien geht, wo man sagt, nur so geht's, ja, weil auch das habe ich gelernt von Überlebensstrategien, dass sie relativ monokausal sind. Also man versucht dann immer so mit nur so geht's, ja. Und das, wenn man ein bisschen Psychologie oder diese Therapieform, die ich gemacht habe, entwickelt, dann sieht man eben, wie endemotional auch die Überlebensstrategien sind. Und ich sehe eben das jetzige Vorgehen durch und auch die Befürchtungen und so, die gerade kursieren, schon als relativ eindimensional und schätze ich von daher eher als Überlebensstrategien an, als dass sie aus einem gesunden Teil der Psyche kommen von denjenigen, die jetzt diese ganzen Maßnahmen in Gang setzen. Man muss ja wirklich fragen, auch die Virologen, die jetzt dazu beraten oder auch die Politiker, die Entscheidungen treffen, haben die jemals sich erforscht? Haben die eine Selbsterforschung gemacht? Haben die auch ihre eigene Biografie geguckt, ihre eigene vorgeburtliche Geburtsprozesse, ersten Lebensjahre, kennen sie sich damit aus? Sind sie sich sicher, dass sie da nicht irgendwelche Ängste oder auch Schuldgefühle, nein, ich bin jetzt verantwortlich, wenn da Menschen sterben, Schuldgefühle da hinein projizieren. Vielleicht sind es ja die Schuldgefühle, weil sie die eigene Mutter nicht retten konnten und immer helfen wollten. Also da gibt es ja viele möglichen denkmöglichen Zusammenhänge. Also dass man dann also ja durchaus ein bisschen nüchterner sein müsste. Und ich glaube, nur mit dieser Nüchternheit wird man auch dann die Lösungen finden, die auch jetzt diesen neuartigen Problem, vielleicht ist es ein neuartiges Problem, vielleicht kann ich mich vielleicht sogar so weit darauf einlassen, dass man diesem neuartigen Problem auch wirklich die adäquaten Lösungen entgegenstellt in einer gemeinsamen Aktion. Und das finde ich ja auch immer so was Gutes, weil es gibt ja zwei Formen von Traumata. Das eine Trauma ist das Naturtrauma, also wenn die Erde bebt, da kann ja jetzt erstmal kein Mensch groß was dafür. Und auf der anderen Seite das von Menschen gemachte Trauma. Und das von Menschen gemachte Trauma führt weiter zu Täter-Opfer-Dynamiken, radikalisiert, dann traumatisierte Gesellschaft noch weiter und treibt sie noch in extremere Trauma-Opfer-Dynamiken, während die Naturkatastrophen normalerweise eher zu einer Solidarisierung führen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, ne, dieses Virus ist so gesehen ein Naturereignis, ja, und nicht von Menschen gemacht, dann könnte man jetzt in einer wirklich solidarischen Aktion gemeinsam überlegen und jeder wirft sein Wissen und seine Kenntnis so in diese Waagschale, jeder das bisschen, das er hat. Und dann findet man auch gemeinsam, glaube ich, die beste Lösung. Weil Grenzschließung und alles, was jetzt passiert, ist ja nicht wirklich eine sinnvolle Lösung, wenn man das mal anschaut. Okay. Jetzt schaue ich mal, ich habe in Kenia gelebt und gearbeitet. Die Situation dort, das tägliche Leben vieler, ist gefährlich und schwierig und es gibt eine hohe Kindersterblichkeit. Wie kann man das in Relation setzen mit der Panik zu einem Virus, für den sich plötzlich die ganze Welt müsse? Ja, kann ich nur zustimmen. Da können wir jetzt viele Beispiele nehmen. Also zum Beispiel die Flüchtlingslager, ja, an den Grenzen, der europäischen Grenzen. Da, glaube ich, gibt es jetzt richtige Epidemien von Krankheitserregern und die armen Menschen, die da drin aus. Also man könnte es schon ganz, also wenn man ein bisschen nüchtern ist, könnte man das alles, die ganze Aufregung, was jetzt gemacht wird, durchaus relativieren und ganz, ganz vielen. Auch ich habe in meinem neuen Beitrag auch jetzt geschrieben, auch das sexuelle Trauma, weil ich habe es neulich ein Interview gegeben für einen Traumakongress zum Thema Sexualität und sexuelles Trauma. Auch das sexuelle Trauma ist eine Pandemie. Es ist so weit verbreitet weltweit. Also da, wenn man jetzt die Mittel einsetzen würde, die jetzt gerade so auch in die Forschung und diesem Virus eingesetzt werden und so, vergleichsweise, ne, dann könnte man durchaus auch mehr erreichen, als man bis jetzt schon erreicht hat bei dem Thema sexuelles Trauma. Ja. Als Info.
Der Webinarraum ist bis 21:30 angelegt und wird dann automatisch beendet. Okay, liebe Leute, das sind jetzt dann nach meiner Uhr noch 5 Minuten. Jetzt müsst ihr mal schauen, was steht hier noch. Hier schreibt jemand, wünschenswert, wenn jeder an seine eigenen Gefühle kommen könnte, dann bräuchte die meisten Menschen nicht mehr, ihre Überlebensmodelle auf andere zu projizieren. Ah, klingt fast wie jemand, der meine Theorie schon gelesen hat, kann ich nur voll zustimmen. Jetzt scrolle ich noch ein bisschen höher. Dann steht es hier, ich versuche es nochmal. Es gibt eine, also letzte Frage und dann gehen wir raus. Ich versuche es nochmal. Es gibt eine Kollegin in der IUPD-Facebook-Gruppe, die Corona aufgestellt hat. Dabei äußerte der Stellvertreter des Geldes, dass es sich alles um ihn dreht. Hast du da auch schon Erfahrung damit gemacht? Ja, ich habe so eine Corona-Aufstellung gemacht, allerdings nicht das Geld dazu genommen. Ich habe mir den chinesischen Staat dazu genommen, der sich dann furchtbar aufgeblustert hat und gedacht hat, er müsste das Virus im Gesicht, im Griff kommen. Was ich da interessant fand, dass auch so dieser Kampf von uns Menschen gegen die Viren natürlich auch so eine Täter-Opfer-Dynamik ist und die Viren dann irgendwie gesagt, so ganz beeindruckt uns das nicht. Eigentlich seid ihr ja auch Täter, ja. Also wenn wir Täter sind, dann seid ihr mindestens genauso Täter wie wir Viren. Wenn man mal anschaut, was ihr alles so macht, ja, und jetzt auch gerade wieder mit uns da machen wollt. Okay, nun kann man jetzt drüber denken, wie man will. Jetzt der letzte Punkt haben wir noch. Verschwörungstheorie und Trauma, ja, ich glaube auch, dass wenn jemand sofort bei solchen Ereignissen sofort immer denkt, gibt es im Hintergrund irgendeinen Clan von Menschen oder einen Menschen, der Soros oder sonst jemand oder Bill Gates oder den, der jetzt das Ganze inszeniert. Okay, es mag solche Interessen und auch Interessensgruppen irgendwo geben, man muss im Einzelfall auch genauer hinschauen, was da so an Theorien geht, aber letztlich kommt es schon einmal auf die Psychologie der Massen an. Also eine Masse, die bei sich ist und die im eigenen Ich ist, die kannst du nicht so einfach manipulieren, die kannst du nicht einfach mit irgendwelchen Bildern und falschen Datenmaterial füttern, sondern die sind ja selbstbewusst und sagen, ja, prüfe ich mal, ha, hat jemand mal eine Aussage gemacht, wie sehe ich das denn? Also dann braucht es halt schon eine Masse traumatisierter Menschen, die du manipulieren kannst, aber Menschen, die in ihrer Identität leben, bei sich sehen, die kannst du nicht so einfach manipulieren. Von daher beschäftige ich mich eigentlich weniger mit solchen Verschwörungstheorien, sondern wende meine Zeit an, verwende meine Lebenszeit dafür, Menschen möglichst zu sich zu führen und in ihre Identität. Ja, jetzt sehe ich schon, es verabschieden sich einige von euch. Ja, ich kann euch leider nicht sehen, aber ich sehe, ihr wart ganz eifrig mit dabei und ja, das gibt es auch noch. Dankeschreiben und so. Ja, danke für die Dankeschreiben. Macht es gut und bei nächster Gelegenheit. Tschüss.